Hallo liebe Nerdsack-Zuschauer, ich bin heute nicht ganz so aktuell unterwegs und habe für euch Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike vorbereitet. Versucht das mal dreimal ganz schnell hintereinander auszusprechen. Ja, gar nicht so einfach. Darum geht's aber nicht, denn viel eher darum, dass 2003 die deutschen Entwickler von Factor 5 den letzten Teil der erstmals auf dem N64 erschienenen Rogue Squadron-Reihe herausbrachten. Denn schon Teil 2 aus 2002 konnte große Erfolge feiern und gehörte somit zu den meistverkauften Gamecube-Spielen aller Zeiten. Soviel zu den Fakten, kommen wir aber zur Story. Der erste Todesstern wurde zerstört und der Krieg ist samt der Rebellion gegen das galaktische Imperium auf Hochtouren. Luke Skywalker führt mit anderen spielbaren Charakteren wie Wedge Antilles oder Captain Solo mehrere Offensiven gegen den übermächtig erscheinenden Gegner an. Der größte Unterschied der innovativen Fortsetzung zum Vorgänger ist neben der Optimierung der für damals besonders starken Grafik auch das Gameplay. Greife die TIEs an. Das hält sie auf. Ich sehe immer noch 6 imperiale Transporter. Es ist uns nämlich erstmals gegönnt, neben den unzähligen Raumschiffen und Fahrzeugen auch zu Fuß in die Schlacht zu ziehen. Der General scheint tiefer im Tempel zu sein. Wir beeilen uns besser. Auch wenn die Idee des zu Fuß rumlaufens vom Grundsatz her gar nicht so schlecht umgesetzt ist, ließ mich die plumpe Kamera und die schwammige Zielerfassung meines Charakters das ein oder andere Mal ziemlich laut fluchen. Oft wechseln wir sogar während einer Mission den metallischen Untersitz und klauen wir hier zum Beispiel einen mächtigen AT-AT. Steuerung der Fahrzeuge dagegen, egal ob AT-ST oder ein Raumgleiter, ist, wie man es aus dem Vorgänger kennt, souverän umgesetzt. Ich muss die Ionenlaserkanonen einsetzen, ich will den Transporter nicht zerstören. Gut sichtbar ist hier, dass wir nicht nur stumpf draufballern müssen, sondern die Eigenschaften der unterschiedlichen Schiffe und Fahrzeuge geschickt im Hinsicht aufs Missionsziel einsetzen. Das wird nicht leicht. Wir müssen alle Transporter lahmlegen und die Evakuierung schützen. Wir müssen die TIEs von den Evakuierungstruppen fernhalten. Zum Beispiel wird dieser imperiale Frachter außer Gefecht anstatt zerstört werden, um wichtige Daten zu bergen. Die insgesamt 20 Missionen beziehen sich hauptsächlich auf die klassische Trilogie. Hin und wieder werden einem aber auch Leckerlis in Form von Elementen aus Episode 1 und 2 hingeworfen. Das Geleitschiff sind unten. Eine Mission besteht immer aus mehreren Missionszielen und schafft es, diese auf spannende und vor allem abwechslungsreiche Art wiederzugeben. So ist der wohl epischste und schon so oft in Spielen dargestellte Ort Hoth sehr atmosphärisch und abwechslungsreich wiederzufinden. Immer wieder werden Szenen aus den originalen Filmen mit eingeblendet und sorgen zusätzlich für die entsprechende Stimmung. Ohne herumspoilern zu wollen, zeige ich euch nun anhand der Hoth-Missionen, wie abwechslungsreich Luke Squadron 3 Rebel Strike nun sein kann. Nachdem Luke mit seinem Gleiter abgestürzt ist, müsst ihr nun, wie auch im Film, mit Hilfe einer magnetischen Harpune, unserem Lichtschwert und natürlich einer Bombe AT-ATs platt machen. Nachdem das erledigt ist, springen wir nur noch gekonnt auf einen Tauntaun und reiten zurück zur Basis. Dumm nur, dass diese auch wie im Film von den imperialen Truppen gestürmt wird. Also auf geht's zum Weg freiballern. Und das nicht nur gegen die schneeweißen Truppler, sondern auch gegen angreifende AT-STs. Das Finale der Mission ist wieder im gewohnten X-Wing-Cockpit, gegen die Überzahl von TIE-Fightern, welche unsere Transporter dem Erdboden gleich machen wollen. Andere bekannte Planeten wie zum Beispiel der Waldmond Endor, Yavin 4 oder Tatooine dürfen natürlich auch in diesem Star Wars Teil nicht fehlen. Die für mich genialste Neuerung ist der neue Multiplayer-Modus. So könnt ihr euch nicht nur gegenseitig vom Himmel holen, sondern den kompletten Vorgängerteil zu zweit wiederholen. Dies hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Der ohnehin gute Schwierigkeitsgrad wurde im Multiplayer-Modus natürlich neu angepasst.
Nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Einzelspieler sammelt ihr wieder Punkte und Medaillen, mit welchen ihr Raumschiffe und Missionen freispielt. Updates lassen sich natürlich auch im Spiel finden. So könnt ihr zum Beispiel eure Protonentorpedos aufbessern und zu richtigen Krachern machen. Mein professionelles und grandioses Fazit fällt wie folgt aus. Überzeugen kann das in die Jahre gekommene Spiel besonders in Sachen Grafik und holt alles raus, was in der Nintendo GameCube steckt. Die Abwechslung und Vielseitigkeit gehört neben dem sehr starken Koop-Modus auf jeden Fall zu den erwähnenswerten Stärken, genauso wie der fordernde Schwierigkeitsgrad. Nicht so pralle finde ich die mit 4 bis 5 Stunden recht kurze Spielzeit und die extrem bescheidene Kamera in den Parts, in denen man zu Fuß unterwegs ist. Man muss zur Spielzeit aber noch sagen, dass die Medaillenfunktion, aber vor allem der Multiplayer-Modus viel länger motivieren. Gerade für mich als Star Wars-Fan ist es natürlich ein Stich ins Herz, dass die Originalsynchronsprecher aus dem Film nicht für das Spiel gewonnen werden konnten. Jedi-Meister, Yoda, du suchst Yoda! All in allem kann man aber sagen, das Spiel bockt. So viel dazu. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Raketenattentat aufgenommen.